Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play von Bastion auf Deutsch. Hier haben wir letztes Mal aufgehört, wir haben die Bastion gefunden. Jetzt habe ich eben schon wieder selber Bastion gesagt. Ich wollte ja eigentlich bei Bastion bleiben. Und als wir letztes Mal hier uns befunden haben, haben wir zur Linken unser wunderschönes Waffenlager gebaut. Da haben wir aber nicht so viel getan. Und sind hier oben Richtung Skyway gelaufen. Das wollen wir einfach mal gleich weitermachen. Und gucken, was das Spiel noch so alles für uns bereithält. Also geht's los! The Skyway. Now the kid can ride the wind the distant lands. Oh, jetzt können wir uns überlegen, wo wir hingehen. Wir sind in der Bastion, wir können in das Arbeiterviertel. Finde ihn und bringe ihn zurück. Du findest vielleicht auch nützliche Vorräte. Oder in die Bringerkaserne. Das ist ein Übungsgelände. Ich würde sagen... Oh, es geht noch nach oben. Wir können uns hier frei auf der Karte bewegen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in das Arbeiterviertel und fliegen los. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Oh. Das ist ein bisschen negativ an dem Square. Be a core down one of these twisted streets. But which one? Okay. Das ein bisschen blöde an dem Skyway ist, dass wir quasi uns immer hinlegen, wenn wir damit Orden kommen. He heads for the squad steps. Won't be no field trip this time. Wollen wir nochmal gucken, ob es hier irgendwo einen kürzeren Weg gibt, den wir laufen können. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Der Vorarbeiter, der Gaskerl. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Dann gehen wir doch erstmal in Richtung der Schmiede. Oh! Jetzt kriegen wir ihn aber ordentlich auf die Nase. Er hat uns irgendwie ganz schön nach oben befördert. Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big white grin. Ja, anscheinend hat uns das schon immer genervt. Jetzt sind wir runtergefallen. Ja, hier ist ein bisschen. Eng. Da unten ist jetzt so ein kleiner. Wir sollen uns heilen, sagt uns das Spiel. Ja, sollten wir vielleicht wirklich mal tun. Ja, geht's weiter. Somehow that old forge is still standing. Ja. Die kleineren Gegner sind dann doch ein bisschen einfacher, weil da hat man ganz viel Zeit, um vor denen wegzugehen. Den größeren habt ihr eben ja schon gesehen. Die sind wesentlich schneller. Die greifen schneller an. Da müssen wir auch schneller ausweichen. Da müssen wir nächstes Mal zusehen, dass wir da ein bisschen besser aufpassen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Schmiede. Ah, jetzt ist das, was wir vorher gefunden haben, können wir unseren Hammer aufwerten. Wir können einmal den Vorschlagkopf nehmen, ein härterer, schwerer Hammerkopf, der eine größere Aufschlagwucht liefert. Oder eine plus 10 kritische Trefferchance. Ich glaube, wir nehmen mal den Vorschlagkopf. Kids lifelong friends looking fit to keep on fighting. Ja, jetzt haben wir noch 168 übrig. Gucken wir mal, was das Sehnige uns bringt. Da haben wir nicht mehr genug Geld für. Für den Bringerbogen eine schnellere Zuggeschwindigkeit. Und bei einer Kraftszene plus 2 Zieldurchschläge pro Schuss. Schauen wir doch mal, ob wir vielleicht noch die... Wie viel brauchen wir? Na, noch 7 Stück. Ob wir die vielleicht draußen noch finden. Wenn wir hier so ein paar Sachen zerdeppern. Core ain't here neither. So he's gotta guess again. Ja, wir müssen wieder raten. Ah, da unten ist jetzt ein Gaskerl. An dem Brunnen müssten wir eigentlich unser Leben auffüllen können. Ne, scheint hier an dem nicht zu gehen. Das ist jetzt eine gute Frage. Wir gehen mal nach Norden. Gucken, was wir da finden. Jetzt sind wir wieder runtergefallen. Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist recht eng hier. Wir halten uns aber auch hier gerade wie ein Elefant im Porzellanladen. Aber wir haben jetzt mittlerweile 176. Das heißt, wir können jetzt nochmal schnell zu der Schmiede zurückgehen und unseren Bogen aufwerten.
sollten wir vielleicht doch mal tun, damit wir gewappnet sind für das, was da kommt. Oh, das war knapp. Also ich muss hier echt aufpassen, dass ich hier nicht ständig runterfall. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, ich will den schneller spannen. Okay. Und beenden. Haben wir jetzt in der Schmiede unseren Bogen und unseren Hammer aufgewertet. Das freut uns natürlich. Gucken wir doch mal weiter, was da im Norden so ist. Auf jeden Fall jede Menge, das wir zerschlagen können. Das gefällt mir doch mal schon mal gut. Das haben wir schon alles leergeräumt. Aber hier haben wir noch was, was rumsteht. Ist ja noch nicht zerdeppert haben. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. Ja, wir haben den Kern jetzt schon gefunden. Ich weiß nicht, ob wir den. A blustery old foreman's keeping his fellas in check. Almost like he's showboating for the crown. Jetzt wird's aber hier hart. Vor allen Dingen die Schläge dieser netten schmeißen uns eigentlich konstant durch die Luft. Oh, 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 oh. Ich muss mal gucken, wie wir hier überhaupt hin und her kommen. Oh. Wir kommen hier gar nicht teilweise von der Stelle. So, jetzt haben wir erstmal einen erledigt. Oh. Ich glaube, wir müssen uns hier einen nach dem anderen vornehmen. Was gar nicht mal so einfach ist, wenn man ständig nur in der Luft ist. Also ich habe bisher noch nicht das Mittel gegen die Großen gefunden. Vielleicht sollten wir doch einfach den Bogen nehmen. Das ging doch gut. Na, jetzt haben wir natürlich alle hier. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt direkt schon den Kern einsammeln will. Nicht, dass hier alles wieder direkt zusammenfällt. Deshalb laufe ich jetzt erst nochmal in die anderen Richtung. Mich da erst nochmal um. Also gehen jetzt mal Richtung Süden. Zu Schleimbeutel. Okay, wenn wir hier durchlaufen, kriegen wir Schaden. Das hätte ich mir auch denken können. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. Gershel, der Scumbag. The calamity ain't done much for Gershel's sunny disposition. Oh, jetzt müssen wir hier langsamer. Das gefällt uns doch. Den haben wir jetzt gleich klein. Mal aufladen. They always said old Gershel wouldn't go without a fight. Ja, das stimmt wohl. Ah, ich merke schon, wir verbrauchen doch ganz gut unsere Tuniken. Ich glaube, das halten wir jetzt soweit durch. Ja, cool, wenn wir nochmal eine finden würden. Weil so langsam. The rest of the path is gone for good. And his city crest won't bring it back. Bräuchten wir doch mal ein bisschen Leben. Normalerweise steht hier doch, dass man hier. Ah, genau. Geht doch. Dem noch was gehört? Ja, hab ich doch. Okay, und gehen wir nochmal nach hier. So einen tollen Rundumschlag. Jetzt kommen hier aber viele. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing. Jetzt haben wir ein Schwert. Das ist natürlich auch cool. Schwerter sind immer cool. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen schneller hier durchbewegen. Oh, das war cool. Jawohl.
say even the most rambunctious squirts can be tame. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. Jetzt können wir uns einen Scumbag quasi selber hervorholen. Ich hoffe, der wird jetzt nach einer Zeit nicht böse uns gegenüber. Es wäre ziemlich blöd, wenn er uns einfach in den Rücken fällt, wenn es soweit ist. Ja, wieder unseres Leben auffüllen. Ah, der bleibt also zurück. Das heißt, wir brauchen keine Gedanken. Just don't know when to quit. Und wieder. Na, jetzt holen wir uns einfach mal oben den Kern. Und jetzt fällt bestimmt wieder alles zusammen. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Kid's ready to go, and his ticket out's right where he started. Oh, jetzt sind wir wieder runtergefallen, weil ich zu blöd bin. Ja, jetzt haben wir es doch gleich geschafft. Laden wir hier nochmal auf. Und ab geht's in den Skyway. Bau die Schmiede. Wir sollen die Schmiede bauen. Just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. Das Monument ruft nach unserem Kern. Komisch finde ich jetzt nur, dass der Kern von vorher weg ist. Sprechen wir doch nochmal mit dem Erzähler. Zerlumpte Haube fragt nach der zerlumpten Haube, die irgendeinem unglückseligen Gaskerl gehört hat. Warum überlaufen sie die Stadt und plündern ihre Überreste? The windbags used to be all right. Then the Calamity took the floor out from under him. Ah, okay. Das heißt, die sind uns prinzipiell eigentlich gut gestimmt. mehr kriegen wir da wohl nicht mit hin. Dann setzen wir doch mal den Kern in das Monument ein. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Das ist jetzt eine gute Frage. Natürlich wäre es gut, erstmal die Aufwertungen zu haben. Das Fundament. Schauen wir mal. Schmiede oder Distille? Ich glaube, wir gehen mit der Schmiede. Gehen wir mal gucken. A lot of things need fixing up in this world. Ja, wir haben leider noch nichts gefunden. Right here. Womit wir unsere Sachen aufwerten können. Dann schauen wir doch mal im Waffenlager. Wir haben jetzt natürlich die Kriegsmachete ausgewählt. Schnellangriff-Nahkampfwaffe. Der Wurfangriff macht die kurze Nahkampfreichweite wett. Die Uramorxer überwanden einst beinahe die Stadt mit diesen brutalen Klingen, was den Stadtmissionaren einen ordentlichen Respekt vor ihnen einjagte. Ja, aber ich würde sagen, da bleiben wir doch mal dabei. Was ich jetzt letztes Mal schon machen wollte, war, anstatt dem Bringerbogen mal das Reißerrepetiergewehr mitzunehmen. Das Spiegelschild, das hatten wir uns letztes Mal schon angeschaut. Eine Spirale aus... was nehmen wir denn hier? Ich glaube, wir nehmen mal den Spiegelschild. The Repeater and Machete, favorite choices of the Ura Hunters we once fought. Ja. Ain't always much to say. Das sieht danach aus. Okay. Das heißt, wir gucken uns jetzt nochmal vielleicht in dem nächsten Gebiet um. Schauen, was das für uns zu bieten hat. Also gehen wir dann in den Skyway. Und ich würde vorschlagen, jetzt gucken wir uns doch mal das Übungsgelände an. Okay. The Breakers used to come here for target practice. Used to play a little game. See who could bust the most targets in the fewest shots. Ah, okay. Räume mit ein paar Schüssen alle Ziele ab. He's armed. And he's off. So, dann überlegen wir doch mal. Wenn wir hier oben quasi in der Reihe durchschießen, dann hätten wir 1, 2, 3, 4 Schüsse. Wenn wir das hier machen, dann haben wir 1, 2, 3 und wieder 4 Schüsse. Es gibt so großartig andere Möglichkeiten. Gut, wir müssen hier natürlich auch noch abräumen. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4 und den 5. Oder wir schießen von hier oben, dann müssten wir das mit erwischen. Ja, können wir mal ein bisschen ausprobieren. Stellen uns mal hier oben hin. Und zielen mal. So.
Das hat ja gut funktioniert. Also ich habe ja gedacht, dass das weniger Schüsse braucht. Probieren wir mal. Ja, das ging da schon besser. Pfeil während des Blitzes abschießen. Okay, dann war unser Gedanke vielleicht doch gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, ob wir da noch was reißen können. Ja, so soll das doch sein. Und, es war wahrscheinlich ein bisschen zu... Ja, das war jetzt auch zu spät abgedrückt. Und jetzt, jawohl. Und den haben wir leider vergessen. Fordere den Preis ein, bevor du gehst. 10 Schüsse oder weniger, na, das sollten wir vielleicht nochmal hinkriegen. Ich glaube, das probieren wir gleich nochmal. Gucken, ob wir das schaffen. He returns with some of the materials we need. Ich finde das geil, dass man immer runterfällt. Also, ja, die Fortbewegungsweise ist vielleicht doch nicht so die Technik, die Referenztechnik. Das Ganze probieren wir jetzt nochmal. Also ich bin der Meinung, das kriegen wir noch ein bisschen besser. Kid ain't had enough of the Breaker's Barracks. Nee, haben wir nicht. Ich muss es quasi einfach nur schaffen, vernünftig zu schießen. Dann ist das auch alles nicht so ein Problem. Aber ich glaube, ich gehe eher mit diesen diagonalen Schüssen. Und das war mal wieder zu früh. Und jetzt. Das war wieder zu früh. Ah, jetzt haben wir es natürlich versaut. Kriegen wir das noch hin? Das hat ja gar nicht aufgeleuchtet. Das verstehe ich nicht so ganz. Probieren wir es hier nochmal. Das ist natürlich jetzt komisch. Jetzt haben wir mehr Schüsse als eben gebraucht. Das müssen wir nochmal probieren. Da habe ich leider versagt. Das müssen wir doch nochmal probieren. Puff! Was der für ein plattes Gesicht haben muss. Ja. So, nochmal in den Skyway und schnell auf das Übungsgelände. Wenn ich den exakt zum richtigen Zeitpunkt abschieße. Es wundert mich halt, weil es hat eben nicht einmal so einen Flash gegeben. Ich kann das mal zuerst von hier unten probieren. Siehst du? Da ist nämlich gar nichts passiert. Vielleicht war das eben nur so ein abgefahrener Flash. Vielleicht schaffen wir es ja. Jetzt haben wir es natürlich wieder versaut. Das war jetzt ein Intensivschuss. Ich weiß aber nicht so genau, was den unterschieden hat von den anderen. Ah, da war er wieder. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das noch schaffen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Mit exakt 10 Schüssen. Und was müssen wir machen, bevor wir den nächsten Preis kriegen? 5 Schüsse. Ja, dann schauen wir aber jetzt erstmal nach, was uns das gebracht hat überhaupt. Die gute Frage ist nämlich auch, ob wir überhaupt genügend von den Teilen haben, um uns ein Upgrade zu kaufen. Das sollten wir dann doch mal nachgucken. Hallo, Leichling. Au! Ab in die Schmiede. Das ist noch gesperrt. Ah, das geht nur auf einer neuen Waffe. Ah, okay. Ja. Das heißt wohl oder übel, dass wir da nicht weiter was aufwerten können. Ja. Da wir jetzt an einem Speicherpunkt angekommen sind, würde ich sagen, beenden wir an der Stelle auch die Aufnahme und gucken im nächsten Part weiter, was wir machen können. Ich denke, wir werden dann ein neues Gebiet erkunden und dann probieren, ob wir da den nächsten Kern erhalten. Ich brauche auch mal wieder ein paar Einzelteile, um meine Upgrades machen zu können. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ciao Leute und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.